Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an Heiligabend. Sie haben sich durch die Abenddämmerung auf den Weg gemacht und sind in die Kirche gekommen. Gemeinsam wollen wir miteinander Weihnachten feiern, wollen uns daran erinnern, wie damals im Stall von Bethlehem Gottes Licht aufgeleuchtet ist. Die Lieder und die Bibeltexte nehmen uns mit hinein in die Weihnachtsgeschichte. Und ich wünsche uns allen, dass wir etwas spüren von der Veränderung, die in dieser Nacht mit unserer Welt geschehen ist. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphiert. Wir beginnen mit einem Weihnachtslied aus England, die Nummer 45 in unserem Gesangbuch. Wir wollen beten, bitte stehen Sie dazu auf. Allmächtiger Gott, in dieser Nacht denken wir daran, wie du im Stall von Bethlehem Mensch geworden bist. In der Dunkelheit dieser Welt leuchtet dein Licht, inmitten von Gewalt und Streit erscheint dein Friede. Ruf uns aus aller Unsicherheit und Aufgeregtheit in deine Gegenwart. Komm mit deiner Liebe in unsere Lieblosigkeit und lass die Weihnachtsfreude stärker sein als alle Angst und Sorge, die uns auf dem Herzen liegt. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt gezählt würde. Und diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich zählen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich zählen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.
und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Ich habe heute keinen Bibeltext, sondern eine Geschichte mitgebracht. Eine Weihnachtsgeschichte von Bertolt Brecht. Moment mal, werden Sie jetzt sagen, Bertolt Brecht, der war doch Kommunist. Was versteht denn der von Weihnachten? Aber dieser Bertolt Brecht, der hatte eine schwäbische Großmutter aus Pfullingen. Und diese Großmutter, die hat ihm als Kind oft biblische Geschichten vorgelesen. Und der bekannte Schriftsteller wurde später in einem Interview gefragt, ob er ein Lieblingsbuch habe. Und Bertolt Brecht antwortete: Ja, Sie werden lachen, es ist die Bibel. Und als Bertolt Brecht 1933 vor den Nazis in die USA flüchten musste, da schrieb er eine kurze Weihnachtsgeschichte in den USA. Sie heißt Das Paket des lieben Gottes und sie spielt vor mehr als 100 Jahren in Chicago. Folgende Situation: Wieder einmal hatten in einer Wirtschaftskrise Tausende von Menschen ihre Arbeit verloren. Wieder einmal stieg die Verzweiflung und mit ihr auch der Alkoholkonsum. Nur die Temperaturen, die sanken und ein eisiger Nordwind pfiff durch die Straßen. Und in dieser Atmosphäre beginnt Bertolt Brecht seine Geschichte zu erzählen. Gibt es etwas Trostloseres, als Weihnachten in einer Bar zu verbringen? Am Weihnachtsabend saßen wir trübsinnig in einer Kneipe in Chicago und trösteten uns mit billigem Whisky, den der Wirt wegen Weihnachten zum halben Preis ausschenkte. Und irgendwann, als die Gespräche stockten und sich die Einsamkeit breit machte, da kam einem von uns eine Idee. Es war schließlich Weihnachten, das Fest der Geschenke. Warum sollten nicht auch wir Geschenke machen? Und so begannen wir, uns ein paar Gemeinheiten auszudenken. Denn wir wollten mit unseren Geschenken niemand erfreuen, sondern einen Scherz treiben. Das entsprach unserer bitteren Stimmung, unserer Verletztheit darüber, dass wir keinen Platz hatten, wohin wir an Weihnachten gehen konnten und wo jemand auf uns wartete. Zuerst zogen wir eine leere Weinflasche aus dem Abfallkorb,
Der Wirt füllte sie mit Wasser, wir verkorkten sie sorgfältig und dann riefen wir Jack herein, den Laufburschen, der in der Küche den Abwasch machte. Mit freundlichen Worten überreichten wir ihm die Flasche. Der Junge, kaum 18 Jahre alt, schien sich über unsere Aufmerksamkeit zu freuen und wir luden ihn ein, einen Schluck auf Weihnachten zu trinken. Er öffnete die Flasche, er schenkte sich ein und die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er den Schwindel bemerkte und sich unseren Spott anhören musste. Das nächste Opfer war Fanny, die Köchin. Auch sie wurde aus der Küche geholt, um ein Geschenk in Empfang zu nehmen, und ihr verehrten wir ein altes, rostiges Taschenmesser, das irgendein Gast vor Jahren vergessen hatte, und wir rieten ihr, sich damit die Schminke der vergangenen Monate aus dem Gesicht zu kratzen. Und dann war da noch ein Mann. Er saß wie jeden Abend am Tisch in der Ecke. Und Leute, die sich auf dergleichen verstanden, die glaubten mit Sicherheit sagen zu können, dass dieser Mann eine unüberwindliche Scheu vor allem hatte, was mit der Polizei zusammenhing. Und jeder konnte sehen, dass er in keiner guten Haut steckte. Für diesen Mann dachten wir uns etwas Besonderes aus. Aus einem alten Adressbuch rissen wir alle Seiten heraus, bis auf jene, auf denen die Polizeiwachen standen. Und den Rest des Buches wickelten wir in altes Zeitungspapier ein und dann gaben wir es als Paket diesem Mann. Und es trat eine große Stille ein, als wir es überreichen. Er nahm das Paket zögernd in die Hand und sah uns mit einem unsicheren Lächeln an, aber dann machte er es rasch auf. Und nun geschah etwas Merkwürdiges. Der Mann nestelte an der Schnur, mit der das Paket verschnürt war, als sein Blick auf das Zeitungsblatt fiel, in das wir das Adressbuch eingepackt hatten. Und plötzlich krümmte sich sein ganzer Körper um das Zeitungsblatt zusammen. Er bückte sein Gesicht tief darauf herunter und las. Niemals, weder vorher noch nachher, habe ich einen Menschen so lesen sehen. Und dann schaute er auf. Und wieder habe ich niemals, weder vorher noch nachher, jemand so strahlend schauen sehen wie diesen Mann. Da lese ich eben in der Zeitung, sagte er mit einer mühsam ruhigen Stimme, da lese ich eben in der Zeitung, dass die ganze Sache längst aufgeklärt ist. Jedermann zu Hause in Ohio weiß, dass ich damit nicht das Geringste zu tun hatte. Und dann lachte er. Und wir alle, die erstaunt dabei standen und etwas ganz anderes erwartet hatten, wir begriffen langsam, dass dieser Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden hatte und inzwischen, wie er eben aus jenem Zeitungsblatt erfahren hatte, rehabilitiert worden war. Wir alle fingen ebenfalls an zu lachen, aus vollem Hals, und fast ein bisschen mit dem Herzen. Und dadurch kam ein großer Schwung in unseren Abend. Die Bitterkeit war vergessen und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum Morgen dauerte. Und bei diesem Weihnachten spielte es gar keine Rolle mehr, dass dieses Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott. Soweit die Geschichte von Bertolt Brecht. Und was mir an dieser Weihnachtsgeschichte gefällt, sie ist so realistisch. Da gibt es keine Friede, Freude, Eierkuchenstimmung. Da sind nicht alle Menschen von Herzen gut und haben nur das Beste im Sinn. Da ist Weihnachten nicht automatisch das Fest der Liebe, sondern erst einmal ein Abend voller Einsamkeit. Und doch passiert etwas. Aus der Bitterkeit und der Enttäuschung wird Freude. Auf einmal ist sie da,
die Weihnachtsfreude, keiner hat mit ihr gerechnet. Die Männer in der Kneipe suchten ihre Freude in billigem Whisky und derben Scherzen. Doch dann kam alles anders. Sie stehen staunend vor einem kleinen Wunder. Die Last, die auf einem von ihnen lag, ist weg. Die Angst, die einen Menschen gelähmt hat, hat sich in Hoffnung verwandelt. Und der Mann, der jeden Abend am Tisch in der Ecke saß, darf zurück nach Hause. Der schlimme Verdacht gehört der Vergangenheit an. Ein kleiner Zeitungsartikel wurde zur frohen Botschaft. Alles nur Zufall? Glück? Dusel? Bertolt Brecht gibt ehrlich zu, Gott hat dieses Zeitungsblatt ausgesucht. Und schauen Sie, damit sind wir beim Kernsatz von Weihnachten. Gott hat es ausgesucht. Gott hat es ausgesucht, das Kind in der Krippe. Gott hat es ausgesucht, den Stall von Bethlehem. Gott hat es ausgesucht, dieses kleine Volk Israel ohne Macht und Einfluss. Auch die echte Weihnachtsgeschichte fing mit Enttäuschungen an. Es gab keinen Platz in der Herberge. Statt einem warmen Zimmer mit weichen Betten mussten Maria und Josef in einen Stall mit Heu und Stroh. Das war kein Vier-Sterne-Hotel mit Zimmerservice und Minibar. Nein, das waren Ochs und Esel. In solch ärmlichen Verhältnissen fängt Gott mit dem an, was er vorhat. So hat Gott es ausgesucht. Wenn bei uns eine Aktion gestartet wird, dann kann es nicht groß genug zugehen. Vor 3 Wochen etwa lud Carmen Nebel im ZDF zur großen Spendengala ein. Alles, was Rang und Namen hatte, stand vor der Kamera. Über 3 Millionen Euro wurden gespendet. Ja, so muss man es machen. So erreicht man die Menschen. Nicht kleckern, sondern klotzen. Doch Gott hat es anders ausgesucht. Er kommt unauffällig und unerwartet im Kind in der Krippe. Gott kann es sich leisten, ganz klein zu werden. Gott haut nicht auf die Pauke, sondern wählt die leisen Töne. Und gerade so kommt Gott mit mir in Kontakt. Ich werde nämlich auch nicht zu Carmen Nebel eingeladen. Ich stehe nicht auf der Bühne, wenn die Scheinwerfer angehen. Weihnachten findet nicht nur für die Prominenten statt. Das Kind in der Krippe ist für alle da. Es kommt sogar zu denen sonst keiner kommt. Und niemand braucht Angst zu haben, da gehöre ich nicht hin, da passe ich nicht dazu. An der Krippe hat jeder seinen Platz, da braucht keiner eine Eintrittskarte. So und nicht anders hat Gott es ausgesucht. Doch an Weihnachten passiert noch mehr. Vorhin in der Geschichte, da fand ein Mann auf einem Zeitungsblatt ein paar Worte, die sein Leben verändern. Die Angst und die Sorge waren vorbei und vergessen. Und genau das ist es, was an Weihnachten passiert. Mit Jesus kommt einer in diese Welt, der unser Leben verändert. Er nimmt die Last des Alltags weg. Er bringt Vergebung für Schuld und schenkt einen neuen Anfang. Auch für mein Leben gibt es die Weihnachtsüberraschung. Auch für mein Leben gibt es die Nachricht, die alles verändert. Gott hat es für jeden von uns ausgesucht. Gott schickt seinen Sohn zu uns Menschen mitten hinein in diese Welt. Und dort wird es richtig Weihnachten, wo wir dieses Geschenk Gottes ganz persönlich annehmen. Was er für uns aussucht, wir können es nicht ausrechnen und einplanen. Was Gott für uns aussucht, lässt sich nicht mit Euros bezahlen oder mit Gold aufwiegen. Gottes Geschenk ist nichts, worauf wir einen Anspruch hätten. Und eben das macht es so wertvoll. Ein Geschenk ganz aus Liebe, Liebe, die verändert,
Ein Mensch, der geliebt wird, lebt anders. Wer geliebt wird, braucht nicht den starken Mann zu markieren. Wer geliebt wird, braucht nicht jeder Mode hinterherzulaufen. Wer geliebt wird, muss nicht machen, was alle machen. Liebe, das hat Gott für uns ausgesucht. Und für diese Liebe können unsere Erwartungen gar nicht groß genug sein. Mit dieser Liebe wird es Weihnachten. Und das wünsche ich Ihnen und mir heute Abend, dass wir von dieser Liebe überrascht werden. In unserer Einsamkeit, wenn wir uns allein fühlen. In unserer Bitterkeit, wenn wir meinen, zu kurz gekommen zu sein. In unserem Frust, in unserer Enttäuschung über uns selbst und andere. Gott hat es ausgesucht. Liebe. Und deshalb wollen wir uns auf dem Weg zu ihm machen, damit er uns finden kann. Amen. Geht, ruft es von den Bergen über die Hügel weit ins Land, der Heiland ist geboren. Ein Weihnachtslied aus den USA, ein Gospelsong. Sie finden den Text auf dem Gottesdienstblatt. Wir wollen beten, bitte stehen Sie dazu auf. Herr unser Gott, auf diesem Abend liegt das Licht von Weihnachten. Du siehst unsere Sehnsucht, mit der wir in den Gottesdienst gekommen sind. Du siehst die Ängste und Befürchtungen, die wir nicht zu Hause lassen können. Wir sehen das Kind in der Krippe, das uns Hoffnung und Leben bringt. Und so bitten wir, lass es hell werden in unseren Wohnungen und Häusern. Lass es hell werden bei den Einsamen und Traurigen.
Lass es hell werden, wo Krieg und Hunger Menschen in Dunkelheit gefangen halten. Dein Friede ist stärker als die Gewalt. Deine Liebe überwindet den Hass. Deine Freude steckt uns an und verändert unser Leben. Zeige uns, was wir für Frieden und Gerechtigkeit tun können. Verändere die Welt und fang bei uns an. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Wir singen Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Vor einigen Wochen war Pastor Andrei Popikow aus Charkiw in der Ukraine hier in Nagold. Er zeigte ein Handyvideo, wie er die Menschen in der umkämpften Stadt mit aus Deutschland gespendeten Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Mit Schutzweste und Stahlhelm rennt er im Zickzack von Haustür zu Haustür, immer in Furcht vor Scharfschützen. Und als ich dieses Video gesehen habe, da habe ich begriffen, wie gut es mir geht. Wir wollen heute Abend das Opfer für die Katastrophenhilfe der Diakonie geben, ganz besonders für Projekte in der Ukraine, wo viele Menschen das Nötigste brauchen. Aber wir wollen auch an die russischen Mütter denken, die um ihre gefallenen Söhne trauern und die diesen Krieg auch nicht gewollt haben. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank auch an das Bläserensemble für die musikalische Begleitung. In den kommenden Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel feiern wir in Nagold Zentralgottesdienste, morgen in Iselshausen, übermorgen in der Stadtkirche. Sie finden alle Gottesdienste hier auf dem Gottesdienstblatt. Herzliche Einladung. Dann möchte ich Sie noch auf diesen kleinen Flyer hinweisen. Im Januar bis März haben wir Winterkirche in den Gemeindehäusern mit einigen besonderen Gottesdiensten. Ganz verschiedene Dinge sind dabei. Auch dazu herzliche
Einladung. In Nagold ist es Sitte, an Heiligabend nach dem Segen, O du Fröhliche, miteinander zu singen. O du Fröhliche, da will ich fröhliche Gesichter sehen. Und deshalb, dass Ihnen das nicht so schwer fällt, habe ich Ihnen einen kleinen Witz vom Nagolder Weihnachtsmarkt mitgebracht. Ein Ehepaar war gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Sie, also die Frau, blieb an jedem Stand stehen und schaute sich alles begeistert an, und er trottete gelangweilt hinterher. Und irgendwann dreht sie sich um und der Mann ist weg. Sie schaut nach links, sie schaut nach rechts, er ist nirgends zu sehen. Und dann nimmt sie ihr Handy aus der Handtasche und ruft ihn an und fragt: Sag mal, wo bist du denn? Und er sagt: Schatz, weißt du noch, vor 3 Jahren, da standen wir hier in Nagold vor einem Juweliergeschäft und du hast mir im Schaufenster eine Halskette gezeigt und ich habe gemerkt, dass sie dir gefällt. Aber wir hatten damals nicht so viel Geld, das Auto war gerade kaputt gegangen. Weißt du das noch? Ja, sagt sie, ja, ich erinnere mich. Und der Mann sagt: Weißt du es noch, wie dir diese Halskette gefallen hat? Ja, sagt sie. Und sie denkt: Oh, ob er die mir wohl zu Weihnachten schenken will? Und nochmal fragt er: Weißt du noch, wo dieser Juwelier ist? Ja, haucht sie ins Handy. Ja, Schatz, ich weiß es. Und er sagt: Gut, dann komm dorthin. Ich bin gegenüber am Glühweinstand. Und jetzt wünsche ich Ihnen frohe, gesegnete Weihnachten. Und wir wollen in diesen Abend mit dem Segen Gottes gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.